Komm, frag doch die Apes, wo's lang geht. Hashtag an die Apes. Hallo, liebe Freunde, willkommen hier bei Hashtag bei den Apes an die Apes. What's going on here? Ja, liebe Freunde, willkommen. Wir beantworten heute mal wieder eure Fragen. Bima! Die ihr uns auf Twitter gestellt habt, liebe Freunde. Ich würde mal sagen, wir fangen mit der ersten Frage an. Das ist eine sehr gute Idee. Oh, Leute, meine Haare, ich habe heute einen Bad Hair Day. Oh, okay. Nee, du siehst aus, als ob du eine Steckdose gefasst hast. Ich fange an. Wieso fängst du an, stell ich den Paper? Komplett getötet, Alter. Okay, nochmal. Spiegel. Und schnapp. Hey, bist du dumm? Ich fange an. Hey, bist du behindert? Hey, ich hatte Blatt. Was? Was? Das war Spiegel. Bist du behindert? Wo ist das Spiegel? Das ist Blatt. Du hast Spiegel gesagt. Fresse. Hey, los. Fresse, bist du dumm? Yo. Also, liebe Freunde, der Jengis ist ein... Du bist ein unfairer Spieler. Ein unfairer Spieler. Du bist immer einmal unfairer als ich. Schreib rein, das andere ein unfairer Spieler. Mann, Alter, du bist ein schlechter Verlierer, mehr auch nicht. Du bist ein unfairer Spieler. Was haben wir denn? Ja, hier, eine gute Frage von Ed Nitti Delsam. Wer schickt an die Apes? Hast du die auch? Nee. Wie oft masturbiert ihr? Ja, die Frage hatte ich aber gelesen. Und da habe ich mich gefragt, welcher Mensch stellt so eine Frage? Was interessiert denn das? Keiner mehr, das muss sein! Genau. Beantworte erstmal, warum dich das interessiert. Genau. Dann beantworten wir das. Okay, jetzt bin ich dran. Warum bist du dran? Ich sehe den Papier jetzt dran. Vivian Krüger schreibt. Hashtag an die Apes, wollt ihr jetzt immer täglich Videos auf TV hochladen? Das habe ich auch gesehen. Liebe Freunde, es ist nun so, dass wir auf jeden Fall versuchen, täglich Videos auf TV hochzuladen. Wenn uns das mal nicht gelingen sollte, verzeiht uns das bitte. Aber wir halten ganz gut durch, oder? Momentan haben wir... Wie lange ist schon? 5 Jahre oder so. Nee, sag mal, weißt du es oder nicht? Keine Ahnung, einen Monat, 2 Monate? Echt so lang? 2. Ach so, warte, das war kurz nachdem die Tour zu Ende war, ging es richtig los eigentlich. Ja, da kamen noch ein paar schon. Aussetzer eigentlich und dann... schon. Ah, ja. Hallo. Ed Janina Petersen. Frage. Hashtag an die Apes. Was macht ihr jetzt mit dem Loch in der Wand? Wir holen uns die Lochis und stecken die da rein. Da werden mal wieder Löcher gestopft. Bist du behindert, als ob das so lustig ist? Das ist witzig, was ich gehört habe im Monat. Löcher gestopft. Ah, okay, liebe Freunde. Ich habe schon Tränen in den Äuglern. Okay, dann mache ich mal weiter. Hashtag an die Apes. Habt ihr irgendwann mal die Mäuse schon gesehen? Ja. Ja, wir haben tatsächlich die Mäuse schon mal gesehen. Eine haben wir schon mal gefangen. Das war so vor 1,5 Wochen ungefähr. Und die war in meinem Zimmer und die war da so eingekesselt. Weil wenn die... Ich habe da auch so ein kleines Loch in der Wand. Dann haben wir das zugemacht mit so einer Kerze, damit die nicht weglaufen kann. Und dann haben wir die gefangen und dann rausgebracht. Aber die sind echt. Wir haben sie schon gesehen. Ich habe bei Jan auch eine gesehen. Die war wirklich... ungelogen so groß. Nicht so. Doch, ohne Scheiß. Das ist ja so ein Fett. Ja, so eine Muttermaus war das. Es gibt hier so eine Mäusekönigin, auf jeden Fall. Doch, ich glaube das. Und die baut gerade hier. Eine Muttermaus, ja, genau. Ed Max, dann ist wieder der Name zu Ende. Aber ich schätze, er ist Marshmallow Me oder so. Was? Hashtag an die Apes. Mann, keine Ahnung. Hat Jan Twitter oder, oder sind das alles Fake-Accounts hier? Dummerweise, liebe Freunde, hat Jan noch keinen Twitter. Der weigert sich dagegen. Ballert ihn mal auf Instagram zu. Den Link zu Jans Instagram-Profil findet ihr. Ich habe mich aber auch lange geweigert. Aber ist ganz lustig eigentlich irgendwie. Kann man so ganz gut Gerüchte streuen. Aber demnach sind alle anderen Jan-Profile Fakes. Genau, und so komische Sachen auf Ask.fm, so heißt das, ne? So, was haben wir. Ja, da waren wir noch nie. Also da gibt's... hat keiner von uns. Ja, ja, also alles Fake. Also die einzigen Plattformen, ich zähle die mal kurz auf, sind Facebook, Twitter, André Schiebler. André Schiebler. Und Instagram. Da ist ich auch André Schiebler. Und Wine Weichsel. Und Wine. Liebe Freunde, ich habe wirklich hier mal wieder eine sehr, sehr, sehr gute Frage gefunden. Ich bin dran. Hä, bist du dumm? Du
bist du? Ja, okay. Ich sag. Die nächste Frage. Hashtag an ihr Hübs. Könntet ihr euch vorstellen, ein Haustier zu haben? Ja, wir haben ja die Mäuse, liebe Freunde. Die Mäuse. Pieps, pieps, pieps. Nee, du hast das so gemacht. So. Ja, ja. Liebe Freunde, was habe ich denn hier auch noch in meinem Repertoire? Was ist eigentlich mit der Spardose geworden in Let's Draw? Die Frage habe ich auch gelesen, aber ich habe sie absichtlich nicht mal reingenommen. Tja, jetzt habe ich es aber gemacht. Weil wir uns jetzt eine Ausrede ausdenken lassen. Nein. Ey, ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, das ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Wir hatten es eine Folge dann nicht, weil das nicht auf dem Tisch stand. Und seitdem haben wir es vergessen. Von der Maike... Hashtag an die Apps, auf welches Ergebnis eurer YouTube-Laufbahn seid ihr besonders stolz? Beziehungsweise auf welches Ergebnis in diesem Jahr? Ja, dieses Jahr, Album 3 ist Killer. Album 3, ja. Und das schon. War 6 Wochen in den Top 100, das ja, ist auch richtig das stark. Das ist richtig geil gewesen. Richtig strong! Ansonsten, aber das wir euch haben, liebe Freunde. Liebe Freunde, befreundete, Bekannte, Verwandte, Eltern, Schwestern, das war's ja. Hier wieder. Heute mit Hashtag on the Apps. Hashtag on the Apps. Wie immer gilt, liebe Freunde, folgt uns auf Twitterus, damit ihr bald wieder Fragen stellen könnt und da was Gescheites bei rumkommt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Bis dann. Tschüss. Okay, oder?